Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtgeflüster, dem Videoblog des Bürgermeisters. Schon wieder sind 2 Wochen vergangen und wir sind nun mittendrin in der Weihnachtszeit und ich hoffe, Sie sind gut in den ersten Advent und in die erste Adventswoche gestartet. In den vergangenen 2 Wochen gab es unter anderem in den sozialen Medien immer wieder Diskussionen um Stromsparmaßnahmen oder angebliche Stromsparmaßnahmen der Stadt. Unter anderem wurde diskutiert, weil es in Dudenhofen zu größeren Ausfällen von Straßenbeleuchtungen kam. Und es wurde darüber diskutiert, wann die Lampen morgens ausgehen. Ich möchte Ihnen heute nochmal sagen, dass wir nachts die Lampen nicht abschalten. Das heißt, wenn Sie durch Straßen laufen, wo die Lampen aus sind, dann handelt es sich hier um einen Defekt. Und da freue ich mich, wenn Sie sich an die Stadtwerke direkt melden oder wenn Sie auf unserer Rodau-App den Mängelmelder benutzen und dort Hinweise geben, damit wir diesen Schaden schnell beheben können. Und außerdem schalten wir morgens die Lampen nicht früher ab als in den vorherigen Jahren. Das heißt, die Schaltung orientiert sich am Sonnenaufgang und sorgt dafür, dass es tatsächlich immer sicher und immer hell ist. Und in den letzten 2 Wochen ging es aber auch noch an anderer Stelle in unserer Stadt weiter. Und zwar haben endlich 3 Baustellen angefangen. Die erste Baustelle ist die, die ich schon vor einigen Wochen angekündigt habe, in der Konrad-Kappler-Straße hier in Jügesheim. Die zweite Baustelle ist der Parkplatz am Friedhof, am Waldfriedhof in Jügesheim, der ebenfalls begonnen wurde. Und auch am Goetheplatz in Weißkirchen haben die Bauarbeiten begonnen. Sie sehen also, dass unsere Maßnahmen, die schon teils seit längerer und teils seit kürzerer Zeit geplant wurden, endlich in die Umsetzung kommen und dass es in unserer Stadt vorangeht. Ich hatte es eben schon erwähnt, wir sind in die Weihnachtszeit gestartet und da hat den Auftakt unser Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus hier in Jügesheim gemacht. Das war ein toller Erfolg, es waren viele da, die Stände waren toll und ich war froh, dass es so ein schönes Ereignis war. Aber es gibt auch in den kommenden Wochen noch einige Weihnachtsmärkte, unter anderem am kommenden Wochenende in Niederroden, die Woche drauf in Hainhausen. Nur in Weißkirchen gibt es dieses Jahr leider keinen Weihnachtsmarkt, denn der fällt aus, weil dort immer noch die Umleitung von der Baustelle an der Udenhautstraße ist. Zum Abschluss möchte ich Sie nochmal einladen, auf die Seite der Rottgau-Card zu gehen. Wir werden auch da den Link einblenden. Denn dort und hier vor Ort im Rathaus gibt es die diesjährige Wunschbaumaktion, wo Sie Wünsche äußern können, wo Kinder Wünsche äußern könnten, die vielleicht die Wünsche nicht erfüllt bekommen können von ihren Familien, aber wo Sie auch diesen Kindern, die aus sozial schwächeren Familienverhältnissen vielleicht kommen, Wünsche erfüllen können. Gehen Sie doch mal auf die Seite, gucken Sie sich an, was dort für Wünsche sind oder gehen Sie hier an unseren Weihnachtsbaum, der vorm Rathaus steht und gucken Sie, was dort für Wünsche sind und vielleicht können Sie ein Kinderherz glücklich machen dieses Jahr an Weihnachten. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent und bleiben Sie gesund.